Leute, ein weiteres Update am 18.06.2024 erschien für XDefiant, fixt ein, zwei Sachen bzw. verbessert sie. Ich werde euch nicht alle Patchnotes vorlesen, der Großteil ist uninteressant, es gibt aber zwei richtig fette Sachen. Das eine zeige ich euch gleich und das andere erzähle ich euch. Ihr kennt die Situation. Ihr werdet angehittet, lauft in eine Deckung und schon gefühlt ein, zwei Meter hinter der Deckung fallt ihr erst um. Ihr sterbt. Am Netcode wurde gebastelt, gefixt. Es soll wohl jetzt so sein, dass die Hits so registriert werden, dass die Gesundheit auch richtig reagiert, sodass ihr das Gefühl nicht mehr habt zu sterben, wenn ihr schon lange hinter einer Deckung seid. Ob das jetzt schon zu 100% sich so anfühlt, wie es sich anfühlen sollte, kann ich euch nicht sagen. Es könnte sein, dass das auch noch ein Stück weit auf sich warten lässt, aber es soll wohl so gut wie behoben sein. Das andere ist, ihr wundert euch jetzt vielleicht, ihr habt heute nach dem Patch oder habt den Patch vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen, ihr habt aber festgestellt, Mensch, meine Waffenlevel sind auf einmal deutlich höher, ich habe viel mehr Aufsätze freigeschaltet. Das ist richtig. Mit dem aktuellen Patch levelt ihr die Waffen schneller und wenn ihr jetzt fiktiv zum Beispiel die ACR schon auf Level 25 habt, werden die XPs, die ihr schon freigeschaltet habt oder gesammelt habt, werden angerechnet. Es kann sein, dass ihr jetzt schon Level 30 zum Beispiel seid und somit auch deutlich schneller. Und das soll der Effekt sein, dass wir die Aufsätze für den ganzen Spaß einfach schneller freischalten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die MK20, da war ich ein Stück weit weg von Level 33 oder eben meine ACR, die ist jetzt auf 39, die war vielleicht so auf ein paar 30, 31, 32. Demnach zufolge, ihr seht es gerade hier, neu, habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe mittlerweile deutlich mehr Aufsätze freigeschaltet, einfach weil die Erfahrungspunkte angepasst wurden. Hier schnell ziehen zum Beispiel hatte ich noch gar nicht freigeschaltet. Es ist jetzt so, dass wir pro Level 3500 Punkte brauchten. Jetzt sind es nur noch 3000 und bei den Sekundärwaffen waren es 1500 Punkte. Jetzt sind es nur noch 1000 Punkte, um ein Level zu steigen. Es gibt einen Nachteil, den ich aber nicht dramatisch finde. Wenn man eine Waffe lange spielt, schaltet man natürlich auch die begehrten Beherrschungsskins frei. Bronze, Silber, Gold in Season 1. Wird dann noch eine richtig geile metallicfarbene lila Version dazukommen. Und wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, sieht, dass wir, sehen wir es hier, ach so, ich habe mein Overlay an, ich weiß gar nicht, warum ich das anhabe. Wir bekommen Stufe Bronze jetzt nicht mehr ab Level, ab Level 50, sondern ab Stufe 100. Wir bekommen Silber ab Stufe 150 und Gold erst ab Stufe 200. Das dauert sicherlich dann doch ein Stück weit länger, um diese Beherrschungsskins freizuschalten. Aber ganz wichtig, wer schon einer dieser Skins freigeschaltet hat, behält die natürlich. Die werden jetzt nicht zurückgenommen, weil ihr das Level dazu noch nicht erreicht habt. Also ganz wichtig. Und wie gesagt, ein Level in Season 1 kommt dann eine neue Camo dazu. Wahrscheinlich dann ab Stufe 250. Also können wir davon ausgehen, dass auch das Mastery-System immer mit neuen Skins gefüttert wird und wir sukzessive Stück für Stück immer weiter nach oben ranken und so auf jeden Fall von diesem Mastery-System keine Skins verpassen können, was ich eine richtig coole Sache finde. Leute, das ist einer der interessantesten Patches aktuell, muss ich sagen, abgesehen davon, dass das Jumpshotten ein bisschen genervt wurde, auch wenn es immer noch sehr, sehr mächtig ist. Auch die Snipers wurden ja ein wenig genervt, aber meiner Meinung nach noch nicht stark genug. Aber ich denke, XDefiant und Ubisoft sind auf dem richtigen Weg, was ich eine richtig coole Sache finde. Ladies and Gentlemen, vergesst nicht zu abonnieren, Daumen da zu lassen, kommentiert gerne, würde ich mich sehr drüber freuen. Das war's für mich, bis zum nächsten Mal rein, ciao.